So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Autovlog-Video. Ich habe jetzt eigentlich gerade ein Testvideo aufgenommen, wie am besten mein Mikrofon platziere. Und wir haben eigentlich dann gewusst, was ich sagen soll, was ich erzählen soll. Und dann habe ich jetzt eigentlich die Idee gehabt, dass ich mal über meine E-Zigarette und meine Erfahrungen damit, dass ich da einfach mal ein Video mache. Weil, ja, weil es eigentlich alles nicht so abgelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Nach wie vor bin ich ein Dampfer, aber ich dampfe relativ wenig. Eigentlich dampfe ich bloß noch beim Autofahren und da ist es echt gut, weil dann raucht man viel weniger Zigarette im Auto. Theoretisch könnt ihr auch sagen, okay, ich rauche jetzt im Auto geide und die dampfe heute, sondern das muss auch so funktionieren, aber hey, es geht halt nicht. Ein Raucher wird mich verstanden. Und ein Raucher, wo viel mit dem Auto fährt, wird mich verstanden. Wenn so einer, wo halt eine Viertelstunde Auto fahren, der sagt natürlich auch, ja, so lange hält man es auch ohne Zigarette aus. Also Dampfer haben ja eigentlich angefangen, hauptsächlich schon aus dem Grund, dass ich im Auto weniger rauche. Dann war eigentlich die Vorstellung, dass ich eventuell ja, das Rauchen aufhöre. Das habe ich eigentlich jetzt nicht einmal so im Kopf gehabt, sondern meine Idee war eigentlich, das Rauchen wirklich sehr stark zu reduzieren. Dass ich dann daheim so gut wie bloß noch Dampfer da, dass ich halt dann, wenn ich unterwegs bin, ab und zu Zigarette rauche, aber so funktioniert es leider nicht. Also Dämpfer beim Autofahren, das funktioniert, das geht gut. Aber Dämpfer ersetzt einfach keine Zigarette. Am Anfang, wo ich jetzt das Gerät neu gehabt habe, da heißt natürlich versucht, sehr viel zum Dampfen, da habe ich bei mir daheim im Büro dampft, habe dann auch versucht, einfach eine höhere Nikotinmischung zu machen und ja, einfach mehrere Sachen ausprobiert. Und aber man macht sich immer wieder Zigarette. Weil das Dampfen ist halt, also bei mir jetzt einfach so, das befriedigt mein Rauchverlangen, Alter. Ich kann es dadurch ein bisschen rauszögern, aber das Problem ist dann halt, wenn ich dann länger keine geraucht habe, und die Dampfer da, dann bist du eigentlich nur noch am Dampfer, nur noch am Zieher. Also da kannst du den Tank locker mal in 2 Stunden leer machen, sage ich mal. Und sonst der Tank, jetzt beim Autofahren, der reicht mir wahrscheinlich fast eine Woche. Ja, also angefangen habe ich eigentlich unter der Bedingung oder in der Hoffnung, dass ich das Rauchen reduzieren kann, vielleicht sogar aufhören kann. Und dann ich halt auch denke, ja gut, dann rauchst du halt oder dampfst erstmal mit mehr Nikotin und reduzierst das Nikotin dann nach und nach. Zigarette lässt dann irgendwann mal weg. Dann hat es daheim relativ gut funktioniert, also sie haben dann sehr wenig Zigarette daheim geraucht, beim Autofahren gar keine mehr. Beim Schaffen war es dann immer ein bisschen ein Problem. Weil du hast eine Viertelstunde Pause und du kannst nur in der Viertelstunde Zigarette rauchen. Und wenn du dann in der Viertelstunde dampfst und hast aber keine Zigarette geraucht, dann hast du einfach zu früh das Verlangen nach einer Zigarette wieder. Und da ist dann am Anfang eigentlich so gemacht, ich rauche in der Pause, Viertelstunde Pause, rauche ich nochmal mal 2 Zigaretten. Da ich dann am Anfang von der Pause habe ich an meiner
von meiner Dampf gezogen und dann habe ich noch eine Zigarette geraucht. Also habe ich ja meinen Zigarettenkonsum ja auch schon mal reduziert. Aber dann ist mir es letztendlich auch auf den Keks gegangen, dass du dir von Arbeitskollegen immer irgendeinen blöden Spruch anhören musst mit hast deinen Wasserkocher wieder dabei oder hast du Marihuana drin oder sonst irgendwas. Also nee, ist eigentlich immer irgendein blöder Spruch gekommen. Dass ich dann eigentlich hergegangen bin und habe dann nach dem Geschäft ganz normal Zigarette geraucht. Wieder meine zwei Stück. Habe das Rauchen komplett beim Autofahren dann weggelassen und habe daheim relativ wenig raucht. Aber dann hast du daheim auch immer wieder Zigarette gemacht und irgendwann ist das Dampfgerät dann daheim eigentlich bloß noch rumgelegen. Dann habe ich es eine Zeit lang jetzt, wo ich jetzt in der Nähe Firma angefangen habe, auch immer mit ins Geschäft genommen. Dann denke ich, ja gut, dann kannst du vielleicht mal zwischendurch während der Arbeitszeit, wenn du noch mal ein rauchen darfst, kannst du da vielleicht mal ziehen, aber mache ich letztendlich auch nie. Dass ich eigentlich inzwischen so weit bin. Das Dampfgerät ist im Auto. Ich nehme es halt ab und zu mit rein. Wenn ich sehe, es liegt wieder leer oder wenn ich sehe, der Akku geht leer, tausche der Akku, füllt es liegt wieder auf. Und dann kommt es wieder ins Auto rein. Also der, wo damit das Rauchen aufhören will, es funktioniert, aber da muss man einen starken Wille haben und wenn, dann muss man einfach das konsequent durchziehen. Und jetzt sage ich, ich rauche dann mal wieder zwischenlei eine und dampfe dann und rauche wieder und dann müsste man echt hergehen und sagen, okay, ich dampfe jetzt bloß noch, Zigarette lasse ich komplett weg und dann könnte man, oder dann kann man hergehen und sagen, okay, jetzt so nach und nach wird das Nikotin reduziert, bis man dann irgendwann ohne Nikotin raucht und dann ist man eigentlich nicht Raucher. Wenn das Nikotin weg ist, dann hat man auch das Verlängern nach dem Nikotin nicht mehr und dann kann man so nach und nach das Dampfen dann auch aufhören, weil dann ist das ja bloß noch der Satz, dass man irgendwas ziehen muss. Also es funktioniert, aber bei mir hat es jetzt halt nicht funktioniert. Ich möchte jetzt da etwa die Meinung verbreiten, dass man da jetzt das Rauchen nicht aufhören kann. Es geht, man kann auch das Rauchen einfach so aufhören, aber es ist einfach schwierig. Aber mein Vorteil ist jetzt halt einfach, ich rauche jetzt im Auto weniger. Garit möchte ich jetzt eigentlich nicht behaupten, weil wenn ich jetzt dann meinen Aschenbecher reingucke, das sieht dann eh danach aus. Ich rauche immer wieder im Auto eine Zigarette, ja. Und die hat ja vor Jahren hatte ich schon mal so Dampfgerätketten, haben schon mal dampft, aber da war das halt nur ja, eine Zigarette mit sehr wenig Leistung. Aber da habe ich halt ein relativ teures Autokett und da wollte ich im Auto überhaupt gar nicht rauchen. Da war auch die ganze Innenausstattung war weiß und wenn das dann halt alles von Zigarette raucht, dann nachher gilbt und ja, wollte ich da. Und da hat es damals auch recht gut funktioniert. Jetzt funktioniert es eigentlich auch recht gut. Ab und zu habe ich halt das Problem, wenn ich zum Schaffen fahre und ich merke, ich bin spät dran, dass sie vor dem Schaffen keine Zigarette mehr rauchen kann und ich weiß dann, wenn ich anstemple, dann kann ich 4 Stunden lang keine mehr rauchen, dann kommt es doch öfters mal vor, dass ich im Auto halt auch noch Zigarette rauche. Ja. Aber ansonsten funktioniert das mit dem Dampfer eigentlich relativ gut. Problem ist halt, wenn man relativ wenig dampft, dann muss man einfach husten davon. Das kratzt dann im Hals und dann muss man husten.
wenn du jetzt eigentlich nur noch am Dampfer bist, dann macht dir das gar nichts mehr aus. Und jetzt einer, wo noch gar nie dampft hat, und der Clay ein richtiger Zug nimmt, der hustet beim ersten Mal auf jeden Fall. Anders geht es gar nicht. Man zieht aber an so einer E-Zigarette anders als wie eine normale Zigarette. Normale Zigarette, da du ja der Rauch in den Bagger reinsaugen und dann schluck ich es erst runter. Und bei der E-Zigarette, da schluck ich es ja direkt runter. Also du wirst komplett direkt inhaliert, weil sonst kommt ja nichts raus, wenn ich es jetzt zum Beispiel so rauche. Kommt nichts raus. Ich könnte jetzt zwar den Airflow komplett zumachen und da ein bisschen rumspielen. Man kann mit dem Dampfgerät auch Backe-Dampf machen, aber es ist dann, ja, keine Ahnung. Und da kommt auf jeden Fall zu wenig dann nachher raus. Also wird das direkt auf die Lunge inhaliert. Dann kann man da einen gescheiten Rauch erzeugen. Ja, also Rauchen reduzieren, behaupte ich mal, funktioniert. Rauchen aufhören ist schwierig. Da muss man dann echt, da muss der Wille einfach dazu da sein. Gut, das war jetzt so im Groben meine Erfahrung mit dem Dampfer. Wenn ihr zu dem Thema eine Frage habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin zwar jetzt da mit Sicherheit kein Profi mit dem ganzen E-Zigarette-Raucher, aber ich kann vielleicht doch die eine oder andere Frage beantworten. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.